von Christoph Masurek. Wer war dein unangenehmster Gegenspieler in deiner Laufbahn? Das war damals, als ich noch in Berlin gespielt habe, Rositzky, weil der sehr schnell und wendig war und ballsicher und insofern war schwer ihn zu decken, weil er hat hinter den Spitzen gespielt und hatte somit quasi alle ziemlich viele Freiheiten und deswegen war das mein unangenehmster Gegenspieler. Gibt es bei Mainz jetzt einen, wo du sagst, ah, das ist sicherlich... Ich glaube, dass Mainz, also Schöle ist sicherlich auch mit seiner Schnelligkeit besonders zu beachten. Allerdings ist Mainz auch, wie wir, eher eine Mannschaft, die übers Mannschaftliche kommen. Und insofern muss man auf jeden Einzelnen gut aufpassen. Dann haben wir hier noch was von Christian Hoffmeister. Der wagt schon mal einen kleinen Ausblick. Was ist es für ein Gefühl, als Joker im Champions-League-Finale 2012 das entscheidende Tor in der 90 plus dritten Minute zu schießen? Das weiß ich nicht, weil ich da nicht der Joker sein werde, sondern weil ich da von Anfang an spiele.